Yes. Jetzt muss es gehen. Lass mal sehen, ob alles funkt. Mal sehen. Jan, kannst du kurz Bescheid geben, ob du mich sehen kannst? Ich sehe dich, wir sind live, ja. So, meine Lieben, wir sind live und an dieser Stelle möchte ich mich entschuldigen. Mein Name ist Michonne Network. Ja, manchmal hat man technische Probleme hier und wir haben vorher noch etwas ausprobiert, ausgetestet und ja, jetzt haben wir es irgendwie versucht gehabt und dann lief es nicht im ersten Anlauf und jetzt funktioniert es. Endlich sind wir live. Die ersten Zuschauer sind da. Hi Marc, grüß dich. Marcelo ist da, Marcin ist da. Ja, willkommen zu dieser atemberaubenden Webinar. Mein Name ist Michonne Network, wie gesagt. Wir starten heute unser Sonder-Livestream, unser Sonderwebinar zum Thema Sei deine eigene Bank. Wir haben ja, oder jeder von uns hat am Rande ja so ein bisschen mitbekommen, was so in den letzten Wochen und Monaten passiert ist. Wir haben ja gesehen gehabt, Manipulationen im traditionellen Markt. Und da gab es natürlich ja so ein bisschen Rückenwind, wie sagt man das also am besten, ja, das Volk hat sich dagegen gestellt gegen die Hedgefonds Manager und dann gab es ein bisschen Krach an dieser Stelle. Und ja, so langsam bewegt sich der Trend Richtung dezentraler Finanz und wir werden uns heute selbstverständlich darüber unterhalten, weil es ist natürlich ein Hot Topic, es ist heiß. Jeder will wissen, was Sache ist, weil schlussendlich haben wir ja den Banken sehr, sehr lange vertraut, den Institutionen sehr, sehr lange unser Geld anvertraut und langsam werden die Menschen wach und sagen, hey, Mensch, warte mal, es gibt doch noch eine andere Option und die nennt sich dezentrale Finanz. Und außerdem haben wir noch zwei Insider für dich, die wir zum Schluss auspacken werden. Ich habe mit mir an meiner Seite, ich weiß nicht, ob er oben oder unten oder links oder rechts ist, Jan, wie geht's dir? Hi, hallo zusammen, hallo Marc, dein Gesicht sehe ich jedes Mal wieder, das ist sehr schön, wir haben sogar heute ein bisschen mehr vorbereitet, auch noch manche Sachen geändert, also du wirst auf jeden Fall auch noch neuen Content sehen, mir geht es sehr gut, dir auch. Ja, mir geht's super, super gut. Wir haben sehr, sehr viel auf der Liste. Wir werden auch gleich unser Bildschirm mit dir teilen. Also wie gesagt, wir haben zwei sehr, sehr gute Insider. Wir werden dir selbstverständlich die noch unentdeckte Nische zeigen, die extrem profitabel ist, also zumindest jetzt noch. Aber ich denke, wir werden mehrere Jahre damit Spaß haben. Wie gesagt, Jan, gib mir Bescheid, ob alles funktioniert. Let's und dann go. Werde ich auch gleich meinen Bildschirm mit euch teilen. Also ja, lass uns fast starten. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wie gesagt, stellt sie rein hier auf der rechten oberen Seite. Da gibt es ein Chatfenster. Schreibt bitte alle eure Fragen rein. Zum Schluss werden wir diese Fragen beantworten. Richtig. Außerdem haben wir ganz oben rechts in deinem Top-Chatfenster siehst du auch einen Link zu unserem Telegram-Channel. Da kannst du einfach mal kurz draufdrücken und dann werden wir uns schlussendlich auch die Zeit nehmen für euch, wenn ihr jetzt zum Beispiel Fragen habt zum Masters oder ihr wollt starten, dann sind wir selbstverständlich für euch da. Das ist unser Service, den wir zusätzlich noch obendrauf anbieten. So, ich werde mit euch meinen Bildschirm teilen. So, ich hoffe, ihr könnt meinen Bildschirm sehen. Ja, und wir starten. So, ja, wie gesagt, wir starten heute mit unserer Sondersendung, Sonderwebinar. Sei deine eigene Kryptobank. Das ist ein Hot Topic. Wir wollen uns heute darüber unterhalten. Ja. Genau. Wie wir es immer machen. Das, was wir hier machen, ist natürlich keine Anlageberatung. Also geben ausschließlich unsere subjektive und persönliche Meinung zu den ganzen Themen wieder. Wir haben natürlich das Insiderwissen, wir arbeiten mit den Projekten, aber trotzdem, lasst euch nochmal professionell und unabhängig beraten hiernach. Richtig. So. So, erst einmal, wer sind wir? Vielleicht kennst du mich nicht oder du kennst den Jan nicht. Mein Name ist Emanuele Melchionda, auch besser bekannt als Michonda Network. Ich bin Founder oder Co-Founder von Crypto Selfmade. Ich bin in Kryptowährungen investiert seit 2016, Fokus auf Masternodes schon seit 2017, weil ja, jeder von uns hat halt schlechte Erfahrungen gemacht mit zentralisierten Systemen, zentralen Instanzen und da hat man sich halt einfach den Masternodes gewidmet, weil wir selbstverständlich auch unsere eigene Bank sind. Wie gesagt, meine eigene Hosting-Plattform seit 2017, manage über 150 Masternodes, die bringen mir selbstverständlich auch hier passives Einkommen, offizieller Advisor und Ambassador für viele verschiedene Coins, für viele verschiedene Masternode-Coins, die werden wir dir heute selbstverständlich auch vorstellen. Verdient habe ich über 500.000 im Jahr 2020. Ich denke, dieses Jahr wird es noch besser sein und ich erstellte auch meinen eigenen Masternode-Kurs, weil für mich und für Jan ist es auch wichtig, dass wir andere Menschen wie dich oder anderen unsere Community halt eben im Bereich Masternodes dann eben
wie sagt man, unser Mehrwert weitergeben, dass jeder halt weiß, worauf er sich einlässt. Ja. Genau, genau. Zu meiner Person, manche kennen mich vielleicht, manche auch nicht. 2017 bin ich mit Krypto in Kontakt gekommen, habe die ersten Investitionen getätigt. War du zu dem Zeitpunkt noch Angestellter? Manche kennen es ja, es ist schwierig, sich tagsüber damit zu beschäftigen. Ich war Sales- und Eventmanager zu dem Zeitpunkt und habe dann das Potenzial erkannt. 2020 habe ich mich selbstständig gemacht, mitten im Krisenjahr, darüber sprechen wir auch noch. Habe für einen Forex-Fund getradet, bin jetzt natürlich zum Krypto-Trading rüber und ja, investiere auch sehr, sehr große Anteile meines Geldes in den Masternode-Bereich. Wir machen aktiv Marketing für 4 Projekte aktuell und ja, zu meinen Standorten europaweit, Prag und jetzt gerade befinde ich mich in Kapstadt, Südafrika. Alright, dann lass uns starten. Ja, Emanuel, über was sprechen wir? Ja, wir sprechen heute über sehr wichtige Punkte und zwar das Jahr 2020, so was ist passiert, die Entwicklung vom Masternode-Markt, die dezentrale Finanz ist natürlich sehr, sehr wichtig, Proof of Stake, was ist eine Masternode, die einzigartigen Vorteile, Case Study, welche Projekte wir im Blick haben, warum, wieso und weshalb, das werden wir auch begründen, Rückblicke der Nische, wie es im Jahr 2020 lief, ja, was ist eben Crypto Selfmade, unser Major Network Corps Club, Q&A-Session zum Schluss und wie gesagt, 2 Insider, die behalten wir bis zum Schluss und deswegen, jo, lass uns starten. Genau, wir haben es ja schon erwähnt, das Jahr 2020. Ich meine, wir haben es alle erleben dürfen, wie schwierig es doch war für uns selber, aber eben auch für die Unternehmen, für die Wirtschaft selber. Ich denke, da ist so eine Lawine losgerollt. Unternehmen haben die ersten Verluste gemacht. Das zieht sich natürlich auch noch bis in dieses Jahr über. Fehlende Geschäfte, kein Einkommen. Ja, viele Stellen wurden gestrichen und naja, grundsätzlich waren wir alle zu Hause und hatten sehr viel Zeit, uns nach Alternativen umzuschauen. Das Marketing im Kryptobereich war natürlich in aller Munde. Viele fanden den Bitcoin, Altcoins und eben auch die Masternodes. Und wenn man sich so die anderen Vermögenswerte anschaut, muss man einfach feststellen, Bitcoin und die Kryptos sind da die rentabelsten. Ja? Der Markt wird immer größer. Und wir wollen uns auch nicht zu sehr stressen mit der Krise, weil wir einfach denken, ja, die Krise hat uns sehr, sehr viel Gutes getan, auch irgendwie im finanziellen Bereich. Deswegen, die Krisenzeiten sind hier die besten Zeiten. Definitiv, das sagt auch Robert Kiyosaki, ne? So sieht's aus, dem soll man glauben, ha? Ich würde vorschlagen, jeder von euch schreibt mal einfach in den Chat, welche Art von Investor ihr seid. Wir würden das ganz gerne verstehen einfach. Also seid ihr bei Airdrops dabei? Seid ihr nur im Bitcoin-Bereich tätig oder in die Top 20 Altcoins? Schreibt einfach mal in den Chat, lasst uns wissen. Wir werden dann später darauf eingehen. Ja, und auch, ja, sagen wir mal, von 1 bis 10, wie gut kennt ihr euch mit Masternodes aus, wie gut kennt ihr euch mit Proof of Stake aus, damit wir auch, wenn ihr euch gut auskennt, auch ein bisschen die Fachbegriffe benutzen. Ansonsten werden wir selbstverständlich auch keine Fachbegriffe benutzen, ja. So, die Gründe, warum wir dezentrale Finanzsysteme bevorzugen. Ja, wir sind jetzt frei von Mitteln, Männern und Manipulationen. Wir wissen ja, was so passiert ist was passiert ist mit Robinhood beispielsweise und den zentralen Instanzen, die haben halt einfach diesen Kauf gestoppt und das ist einfach ein No-Go. Wir sind in einem Wachstumsmarkt, also wir haben jetzt schon eine institutionelle Nachfrage, auch bei den Masternodes, auch bei vielen verschiedenen Kryptowährungen und das ist halt natürlich ein Markt, das noch ganz, ganz am Anfang ist und wir natürlich sehr, sehr stark davon profitieren können. Und außerdem ist jeder seine eigene Kryptobank. Das kann ja nicht gestoppt werden, weil es natürlich dezentral ist. Genau, so schaut's aus. Ich meine, 2020 war ja das Jahr von DeFi, kann man ja irgendwo sagen. Der Markt kam aus dem Nichts und wurde immer größer und größer. Und es ist quasi die Art des krypto-dezentralen Ökosystems, das spezielle Finanzdienstleistungen beinhaltet. Also wir haben ja gesehen, Yield Farming, es gab immer mehr Liquidity Pools und Leute konnten da sehr, sehr horrende jährliche Return of Investment sehen. Man hat viel Scam, viel Gefahr gesehen, aber auf der anderen Seite auch irgendwo Möglichkeiten. Und die Fakten, die wir hierzu haben, ist einfach Masternode und Proof of Stake gehört mit dazu. Es ist ein Teil dieser dezentralen Finanz. Jeder von uns kann da teilnehmen. Und natürlich ein neuer Markt, der im Wachsen ist, bringt immer gute Chancen auf gute Renditen. Und wir haben hier halt die volle Transparenz der Blockchain und allen Smart Contracts, die eben da zusammenspielen. Richtig. Ja. Tja. Ja. Wir sind natürlich hier, um auch da zu bleiben. Ja, wie ihr seht, den Wachstum der Blockchain-Industrie.
Jahr 2020 ging es jetzt mit 4,1 Milliarden US-Dollar schon mal ziemlich, ziemlich heftig zur Sache. Prognose ist natürlich steigend. Also in spezifischen Fachzeitschriften sieht man auch für 2024 18 Milliarden US-Dollar angesagt. Ich meine, das ist schon etwas, was langfristig da ist. Immer mehr Gelder fließen rein, immer mehr Institutionelle sind dabei. Deswegen sind wir da sehr positiv. Ja, der Markt wird definitiv reifen, deswegen die Prognose, die könnte stimmen, also mehr als 18 Milliarden US-Dollar, das ist sehr, sehr spannend. Sehr, sehr viel, ja. Ja, jetzt lass uns mal kurz rüberschwenken zum Proof of Stake, bevor wir zu den Masternodes gehen und zu den anderen, also zu unserer Nische. Und wer nicht wissen sollte, was Proof of Stake ist, also Proof of Stake ist ein Konsensusmechanismus, das bei der Generierung neuer Blöcke für eine Blockchain zum Einsatz kommt. Ja, das heißt, jeder Teilnehmer, der hat halt also die Coins in seiner Wallet und das Zufallsprinzip wird dann entscheiden, wie viel Coins du dann eben bekommst. Ja, je mehr Coins du hast in deiner Wallet, desto mehr stakest du in Anführungszeichen und es sichert und unterstützt natürlich den Betrieb eines Blockchain-Netzwerkes, sehr, sehr wichtig und erzeugt dann natürlich auch neue Blöcke. Und du musst halt natürlich eben deine Coins in deiner Wallet zurückhalten, um Belohnungen zu erhalten. Also wir sehen jetzt hier zum Beispiel das Wallet von Divi. Hier sind 129.000 Coins drin und wir sehen hier auf der rechten Seite die 418, die reinkommen. Die kommen jetzt auf Zufallsprinzip. Manchmal kommen zweimal am Tag rein, also zwei Stakes. Manchmal kommen fünf, sechs Tage keine rein. Deswegen, das läuft alles auf Zufallsprinzip. Und Proof of Stake, also ist schon eine interessante, ja, wie sagt man, interessanter Konsens, aber ich denke, wenn wir jetzt gleich zu Masternodes rüberschwenken, ich denke, da siehst du halt natürlich, dass die Masternodes noch einen kleinen Vorteil haben und das schauen wir uns gleich an. Korrekt. Für die unter uns, die eben noch nicht so viel Kontakt zu Masternodes haben, wir möchten das so einfach wie möglich darstellen. Also im Grunde genommen sind Masternodes eine wichtige Funktion in einem Netzwerk, in einem Blockchain-Netzwerk, die spezielle Aufgaben erfüllen für das Netzwerk. Ja, eine Masternode führt zum Beispiel anonyme oder eben auch Soforttransaktionen im Netzwerk aus und wir als Masternode-Halter besitzen Stimmrechte im Projekt. Das heißt, wir können das Budget des Projektes mitbestimmen, wir können die Zukunft auch irgendwo bestimmen. Es werden Abfragen im Netzwerk stattfinden, wo du dann immer sagen kannst, okay, ich möchte, dass sich das Projekt in die Richtung bewegt oder in die Richtung. Das hat natürlich auch Vorteile für das Netzwerk. Auf der einen Seite ist die Sicherheit. Das heißt, es verhindert die Zentralisierung, die man im Bereich von Bitcoin und Proof of Work ja hat. Du hast viele asiatische Miner, die eben große Teile des Netzwerkes bestätigen und durch ihre Arbeit erfüllen. Die können halt dann ja auch entscheiden, was passieren wird. Wir haben eine Skalierbarkeit und vor allen Dingen eine Preissicherheit. Viele Leute halten ihre Masternodes, die Coins sind und bleiben im Netzwerk. Das heißt, der Preis dieser Projekte ist sehr, sehr stabil. Richtig. Ja, wir sehen eine Verknappung, ja. Zum Beispiel, es gibt ja Masternode-Coins, die haben 70% der ganzen Coins, die im Umlauf sind, sind 70% gelockt in Masternodes. Und da ist die natürlich die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass der Preis irgendwann mal nach oben geht, wenn die Nachfrage selbstverständlich steigt. Also das heißt, die Coins, also die in der Masternode sind, die werden ja an sich von den meisten Leuten ja gar nicht angefahren. Die sind ja jetzt nicht auf der Exchange, sondern die Leute benutzen einfach diese Masternode, einfach um mehr Rewards zu erhalten. Das ist halt eine sehr, sehr interessante Nische an sich. Und ja, die Master Rewards. Das ist natürlich, was jetzt kommt, ist das Interessante für uns. Also wir als Investoren in diesen Projekten committen uns, wir kaufen die Coins, wir halten die Coins und dann gibt es eben auch die Rewards. Man wird dafür vergütet. Das heißt, es gibt ja Block für Block spezielle Erträge und wir bekommen eben einen Teil als Vergütung aus dem ganzen Block-Reward. Das seht ihr links, wie Emanuele da schön rumschwenkt. Genau, das 25, das ist jetzt mal ein Beispiel, aber grundsätzlich läuft es so ab, dass die Masternodes einen Teil aus dem Block Reward bekommen, die Leute, die staken, bekommen einen Teil und natürlich schreibt sich auch das Team einen gewissen Teil ab, um eben auch die Developer zu zahlen und das Projekt eben weiterführen zu können. Man kann sich das vorstellen wie bei einer Kapitalrendite, also da wird es einen jährlichen Return of Investment geben, der eben von dem Projekt ausgegeben wird. Wir haben Projekte von 15-25% Return of Investment pro Masternode pro Jahr. Und man muss natürlich festhalten, je mehr Masternodes im Netzwerk sind, desto geringer sind auch die Rewards für jeden Einzelnen. Aber natürlich hast du eine höhere Marktkapitalisierung. Das heißt, du bekommst vielleicht weniger Rewards, aber der Coin ist mehr wert. Somit gleicht sich das dann aus. Du hast immer einen sehr, sehr stabilen Return of Investment. Wir haben da verschiedene Strategien, die wir nutzen.
was wir mit unseren Rewards machen. Also natürlich kannst du dir Rewards verkaufen in Bitcoin, Ethereum, deine favorisierten Coins hedgen und im Dollar-Cost-Average-Modell quasi dich dort aufbauen. Oder, was eben auch manche Projekte haben, eine Debitkarte. Das heißt, deine Masternodes zahlen dich aus und du kannst ganz einfach mit der Debitkarte im alltäglichen Leben dein Essen zahlen, zum Friseur gehen und so weiter und so fort. Das ist sehr attraktiv. Ist eben nicht so zu sehen in der normalen, ich investiere mal in den Altcoin. Sowas hast du da halt nicht. Klar, das werden wir doch gleich in den nächsten Minuten zeigen. Und da haben wir natürlich die Unterschiede zwischen Staking und Masternodes. Und da müssen wir das Ganze differenzieren, weil die Masternodes, die erfüllen zum Beispiel spezielle Funktionen, wie zum Beispiel das Instant-Versenden, wir haben das private Versenden und wir haben, sehr, sehr wichtig, das dezentrale Abstimmen, das, was normale Proof-of-Stake-Coins nicht haben. Das heißt, wir entscheiden als Masternode-Halter die Richtung eines Projektes, was sehr, sehr wichtig ist. Ja? Nicht alle Masternode-Projekte haben jetzt eine Governance, also das nennt sich Governance, das dezentrales Abstimmen, aber viele, viele Coins haben das und deswegen ist es für mich persönlich und ich denke, das ist für dich auch sehr, sehr wichtig, dass wir abstimmen können. Okay? So, ansonsten, was haben wir noch? Ja, ich denke, das sind die Unterschiede. Oder wir brauchen natürlich eine festgelegte Coin-Anzahl, klar. Wie zum Beispiel bei einer Divi Masternode, das sind 100.000 Coins und man muss diese 100.000 Coins in seiner Wallet hinterlegen, damit man natürlich eine Masternode starten kann. Genau. Wir haben eben schon darüber gesprochen. Man kann es schon so sehen, dass Masternodes eben die Krypto-Variante von Aktien sind, die Dividenden ausschütten. Ja, das heißt, du committest dich in dem Fall zu einem Projekt. Du sagst, hey, das Projekt, das hat langfristig, hat das langfristig wird es steigen, wird es da sein, wir unterstützen das und du bekommst dann halt so gesehen Dividenden. Ja, die Erträge können angesammelt werden, um die nächste Masternode zu starten. Das ist, was wir mittlerweile eben machen, weil wenn du dich aufbaust und aufbaust und aufbaust, wirst du mit deinen Masternodes neue starten können langfristig. Und je mehr Masternodes du hast, desto höher ist natürlich dein passiver Cashflow. Manche Projekte geben es dir täglich, schütten dir täglich deine Coins aus, manche wöchentlich. Das kommt eben ganz drauf an, wie das Projekt das selbst macht aufgrund des Block Rewards. Ja. Das ist richtig, ja. Ja, so sehen wir hier einen Blick auf meine Divi Desktop Wallet. Also wir sehen hier beispielsweise auf der linken Seite ist noch ein Screenshot, das ein bisschen älter ist, aber wir haben es mit Absicht so gelassen, weil da waren die 4,3 Millionen Divis noch 101.000 US-Dollar wert. Mittlerweile sind sie über 155.000 US-Dollar wert. Also ziemlich, ziemlich spannend. Also da kann man echt Gewinne einfahren, langfristig gesehen. Also ich halte die Coins schon seit mehreren Monaten. Also ich glaube sogar 18 Monate, eineinhalb Jahren. Auf der rechten Seite, das sind hier die Coins, also du siehst hier die 495, die reinkommen, das sind die Rewards, die Erträge und diese kann man sich praktisch auszahlen oder man sammelt sie an und man startet eine neue Masternode. Da kann man sehr, sehr flexibel entscheiden. So, dann geht es weiter mit der Case Study. Also ich bin gestartet im Oktober 2019, da war der Preis vom Divi 1 Cent. Mittlerweile sind wir bei circa 0,036 Cent. Die Preise schwanken gerade ein bisschen auch wegen dem Bitcoin. Aber im Großen und Ganzen haben wir hier eine Preissteigerung von 300% erlebt, ohne Erträge und damalige Preissteigerungen mitgerechnet. Und das muss man sich einfach durch den Kopf gehen lassen. Du siehst hier mein erstes Video, da hatte ich 120.000 Coins drin. Und das Geld hat sich halt schon vervielfacht. Und ich bin also natürlich eine Person, die das langfristig sieht und langfristig meine Coins halte, weil ja, man sieht halt, was so mit diesen Masternode-Coins passiert. Und wir zeigen dir das erstmal hier schwarz auf weiß. Wir haben hier das Projekt Tent. Damals das Projekt Tent noch Snow, also hieß noch Snowjam. Es wurde dann umgeändert. Ja, manchmal ist es so im Kryptomarkt. Dann ändert man einen Namen. Ich hatte den ersten Invest im Juli 2019, da kostete Snowjam, also jetzt Tent, 4 Cent und aktuell liegt der Preis bei 18 Cent, ich weiß nicht, 18, 17 Cent. Also ja, eine ziemlich, ziemlich starke Preissteigerung von 462%, ohne natürlich Erträge und damaligen Preissteigerungen mitgerechnet. Du siehst hier, da war der Preis so bei 4,3 Cent, da hatte ich noch 10.000 Coins, mittlerweile habe ich mehr drin und das werde ich dir gleich in den nächsten Sekunden zeigen. Wir haben natürlich ein sehr, sehr hohes passives Einkommen erzielen können hier mit der Tent Core Wallet. Also wir haben hier 347.306. Die waren noch damals 20.000 Dollar wert. Die sind jetzt über 55.000 US-Dollar wert, weil der Preis sich ja schon verdreifacht hat. Ja, das muss man sich ja auch schon mal durch den Kopf gehen lassen. Ich habe 32 Masternodes.
die geben mir passiv im Monat so circa 980 US-Dollar. Also sollte der Preis, also wenn man jetzt so hypothetisch das Ganze anschaut, sagt, hey, wenn der Preis auf 25 Cent geht, dann würde ich monatlich schon 1360 Dollar verdienen. Also man darf diesen technischen Fortschritt und dieses exponentielle Wachstum niemals unterschätzen bei solchen Projekten, weil das kann sehr, sehr schnell gehen und je mehr Masten du hast, ja, da kannst du halt natürlich sehen, was hier so passieren kann. Ja, absolut. Ja. Sind schöne Zahlen, definitiv. Warum sollte man in Masternodes investieren? Ich meine, diese Preise kommen nicht von irgendwo. Dann die Projekte, mit denen wir auch gemeinsam arbeiten, das sind wirklich innovative Projekte, die einen Use Case haben, also die wirklich die Mengen erreichen möchten, die eine Adoption mit sich bringen, zum Beispiel sei es eine dezentrale Exchange, wo Leute eben ihre Kryptos kaufen und verkaufen, sei es ein Projekt mit einer Debitkarte, wo du dann wirklich auch dein Geld ausgeben kannst, eine Plattform, auf der die Decentralized Applications gehostet werden können oder halt im DeFi-Bereich selber. Die Projekte sind ausschließlich in zukunftsweisenden Industrien, also sei es Gaming, ich meine, der Gaming-Markt, wir werden später dazu kommen, boomt ja wahnsinnig, auch jetzt durch Corona. Das Finanzwesen ist immer wichtig. Du möchtest ja Krypto auch irgendwie anfassen können, du möchtest es ausgeben können. Das ist sehr, sehr wichtig. Wir haben sehr, sehr viele Institutionen gesehen, die sich jetzt eben Firmenanteile sogar von den Krypto-Projekten sichern, die sich dort mit einkaufen und sagen, hey, ich sehe euer Potenzial. Die Nische ist noch relativ unbekannt. Wachstumspotenzial ist aber immer noch super, super groß. Und das ist für uns natürlich einfach langfristig passives Einkommen. Es ist eine gewisse Sicherheit da. Man hat große Player mit im Spiel. Ja, definitiv. Ja, wir sehen hier beispielsweise die Entwicklung vom Masternode-Markt. Und man muss sich jetzt erstmal die Frage stellen, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo einsteigt, ja, egal ob es jetzt Masternode sind oder Proof of Stake ist oder NFT oder DeFi oder egal was. Man stellt sich natürlich die Frage, kann dieser Markt denn wachsen oder ist der Markt schon am Peak, ist ganz oben und kann dieser Markt auch irgendwann mal crashen? Aber wir sehen hier, dass der Masternode-Markt noch ganz, ganz am Anfang ist. Wir haben in der ersten Hälfte 2020 ist der Markt um 90% gewachsen. Und jetzt schauen wir uns mal hier die Zahlen, Daten und Fakten an, weil für mich ist es sehr wichtig, hey, wenn wir irgendwo einsteigen, das muss ein Wachstumspotenzial haben. Das muss ein großer Spielraum sein, ja, dass man zum Beispiel sagt, ja, ich kann jetzt mein Geld verfünffachen, verzehnfachen, verzwanzigfachen, spielt keine Rolle. Aber wichtig ist, dass der Markt wächst. Januar 2020, 806 Millionen Kapitalisierung. Ein Jahr später waren wir bei 2,8 Milliarden US-Dollar. Das sind wie viel? Das ist fast mehr als eine Verdreifachung. Aber Achtung, Februar 2021, einen Monat später, sind wir bei 5,4 Milliarden Kapitalisierung. Das heißt also, dass hier sehr, sehr viel Geld geflossen ist. Und warum? Weil sich natürlich die Institutionen, da auch gestartet haben mit ein paar Projekten. Und wir werden dir auch gleich zeigen, warum, wieso und weshalb. Genau, es wird Zeit, dass wir euch mal unsere Projekte genauer vorstellen. Das sind, wie gesagt, die vier Hauptprojekte, mit denen wir zusammenarbeiten. Ich würde einfach mal mit vor anfangen. Ich persönlich bin sehr überzeugt von dem Projekt. Ich bin froh, dass wir darauf gekommen sind. Sehr, sehr erfahrenes Team, die mit dem Forcoin die Mission und Vision haben, einen dezentralen Marktplatz zu erstellen, der eben auf Blockchain-Basis basiert und früher oder später so in Richtung eBay und andere große Player gehen können. Wir sind da noch in der Open-Beta-Phase. Das Ganze wird stetig weiterentwickelt. Es ist nicht nur der Marktplatz, sondern es wird auch eine Decentralized Exchange mit in diesen Marktplatz integriert. Ist schon. Anbindung, genau, ist schon mit dabei. Die Anbindung zu Bitcoin ist da, das heißt, es werden mehr und mehr Coins auch hinzugefügt. Und Four ist einfach wahnsinnig gut im Development. Ja, sie haben sich auch durch den Bärenmarkt gekämpft, nur dadurch, dass sie eben Blockchains entwickeln. Und Ethereum hat sich 2019 bei Four gemeldet und hat gesagt, uns gefällt euer Code, wir möchten gerne Teile eures Codes für uns für das Ethereum 2.0 nutzen. Wenn sowas passiert, dann kann man davon ausgehen, hey, das Team hat es wirklich drauf. Der Developer Julian Meyer ist da sehr, sehr stark. Und man hat dann gesagt, hey, wenn Ethereum an die Tür klopft, dann warum machen wir nicht selbst eine Blockchain, die einfach, ja, die genau diese Probleme tackelt? Das heißt, im Q2 diesen Jahres wird die Blockchain Graphene gelauncht. Graphene ist eben diese ultra skalierbare Blockchain, die im Sharding arbeitet. Wir können da später nach dem Call gerne mal genauer drüber sprechen. Das ist wirklich wahnsinnig heiß gerade. Der Airdrop wird jetzt im nächsten Monat, gibt es den ersten Snapshot.
Ist auf jeden Fall ein Projekt, was mir sehr gefällt. Ja, wir werden gleich drüber sprechen, über diesen Snapshot, weil da gibt es gratis Tokens. Also da will jeder mitmachen. Also es ist eine sehr, sehr heiße Phase. Lass uns weitermachen mit TentPay, also Tent auch. Ich habe ja euch mal eine Resultate schon gezeigt. Die haben so diesen Slogan: Be your own bank, sei deine eigene Bank, also Kooperation mit Mastercard, Moneyzoom. Und im ersten Quartal 2021, also in den nächsten Wochen, sollte auch die Debitkarte erscheinen. Jan und ich durften schon die Karte testen. Also die Testkarte von Moneyzoom hat reibungslos funktioniert. Die werden auch ihre eigene App jetzt launchen, also ihre neue App. Und da wird auch automatisches Staking integriert. Und es ist alles nur ein Custodial. Das heißt, deswegen be your own bank. Ansonsten würde sich das auch widersprechen. Und wir können natürlich sagen wir, unsere Coins umtauschen in anderen Altcoins oder unsere Debitkarte aufladen. Das wird ziemlich, ziemlich spannend. Da werden noch viel, viel mehr Services drin sein, wie Netflix, wie zum Beispiel auch, was haben wir noch, diese Car-Services und so. Also es wird ziemlich spannend. Wir halten euch definitiv auf dem Laufenden. So, dann geht es weiter mit Divi. Divi ist ein sehr spannendes Projekt. Wir haben hier mit Leuten zu tun, die sich wirklich auf die Nische Fintech konzentrieren. Die haben auch eine, ja, sagen wir mal, eine eigene Remittance-Company, also eine Firma, die so eine Art Western Union ist für die lateinamerikanischen Nationen. Und die werden diesen Service mit in ihrer App reinpacken. Heißt also, dass wir dadurch eben IBAN-Transaktionen tätigen können, wir können direkt staken und das alles, wie sagt man, non-custodial, das heißt, du hältst deine privaten Schlüssel, deine Coins, die liegen in deiner Wallet und die kann dir auch keiner stehlen. One-Click-Masternodes, One-Click-Staking, Debitkarten-Integration im zweiten Quartal 2021. Also Divi arbeitet auch schon jetzt oder ist gerade dabei, das Ganze fertig zu machen mit den Institutionen aus New York und auch Wall Street, also ziemlich, ziemlich spannend. Also die haben sehr, sehr gute Kontakte und ich denke, dass die wie eins der heißesten Projekte sein wird für 2021 und 2022. Jan Rapids. Bin ich voll bei dir. Ich meine, wir haben den Call gehabt jetzt letzte Woche. Divi möchte sich auch noch ein bisschen ausbreiten im DeFi-Bereich. Definitiv ein cooles Thema. Wir haben eben über Gaming gesprochen und da ist Rapids nicht ursprünglich, aber mittlerweile wollen sie auch in die Nische rein, sind auf gutem Wege. Rapids ist eigentlich Blockchain at your fingertips. Das heißt, man wollte oder man möchte mit Linkshare ist quasi. Ich hab meine Wallet, ich mache eine Zahlung fertig und ich drücke drauf, Link Share, bekomme einen Link und kann dann dem Emanuele diesen Link schicken. Er drückt auf den Link und bekommt dann direkt die Coins zugeschickt. Damit möchte man die sozialen Medien eben besetzen. Man möchte Payments in sozialen Medien einfach machen und hat sich dann noch gedacht, weil die Kontakte da sind, weil die Partnerschaften da sind, wir haben das Zeug dazu, ein neues Twitch TV zum Beispiel zu machen. Wir wollen eine Gaming- und Streaming-Plattform erschaffen. Da sind wir jetzt auf einem sehr guten Weg dahin. Das Ganze wird in Q3 diesen Jahres abgeschlossen sein. Wir haben jetzt am 27.02. den nächsten Open Day. Da gibt es so eine coole Minecraft-Spezialaktion, wo dann eben Streamer auf der Plattform gegeneinander bei Minecraft spielen werden. Rapture TV solltet ihr euch definitiv mal anschauen. Ist wirklich, wirklich cool. Die ePay-Integration wird jetzt noch mit in die App gebracht. Das heißt, man kann Gutscheinkarten, Geschenkkarten kaufen. Und jetzt folgt eben zeitnah Ende Q1 ein großes Wallet-Update. Man möchte alle Sachen bündeln, um eben bereit zu sein für die Plattform Rapture TV. Sehr, sehr spannendes Thema, gefällt uns Ja, sehr gut. spannende Projekte definitiv, die entwickeln sich sehr gut. Ja, Jan, Vogel auf Genau. ihn und Wir jetzt haben kommen es wir zum eben Airdrop. erwähnt. Fore und Graphene, es ist ein Projekt. Sie bringen jetzt aber Graphene auf den Markt und an jedem Vorhalter gibt es die Graphenes. Du bekommst sie nicht anders. Also nur wenn du vorhältst, bekommst du in einer Ratio von 1 zu 10 die neuen Graphene-Coins. Die sind dann am Anfang sofort auf Uniswap handelbar, da es sich am Anfang um einen ERC-20-Token handelt. Sobald das Mainnet dann gelauncht wird, wird das ein eigenständiger Coin, eine eigenständige Blockchain sein. Das wird allerdings sich noch ein bisschen hinzögern. Am Anfang, wie gesagt, Uniswap ERC20. Du kannst nur dabei sein, wenn du vorhältst. Und wir haben es schon gesagt, der erste Snapshot ist schon in einem Monat. Es wird 5 oder 6 davon geben, man ist sich noch nicht ganz sicher. Und ja, wäre eine gute Sache, um jetzt erstmal das Geld zu verdoppeln. Ja, definitiv. Es ist ein bisschen, man spielt ja damit rum, halt mit den Tokens, weil die auch gratis sind. Aber
Jeder kann sich da mal schlau machen zum Projekt Fonds und Graphen. Definitiv spannend. Also wir haben hier auch einen Game Changer. Wir schauen oder wir sehen hier auf der linken Seite, da ist die Applikation von Divi. Also wir haben hier zum Beispiel Earn. Also da kann man die Masternode mit einem Klick starten. Das dauert 20 Sekunden. Das ist gigantisch. Da haben wir hier die Exchange. Da können wir die Altcoins exchangen. Also wir sehen hier im Real-Life-Modus, dass man die Divi-Node starten kann. Du siehst hier, du klickst zweimal drauf, also das kann meine Oma auch machen, ja, liebe Grüße an meine Oma, da kannst du mal die Divi runterladen und die Masternode starten, ja, das ist wirklich so, ja, du siehst es hier, 20 Sekunden und die Node ist gestartet, IBAN-Transaktionen voll lizenziert, also die haben die Lizenzen dazu, um natürlich Finanztransaktionen zu tätigen, Debitkartenintegration und Krypto zu Fiat, Fiat zu Krypto, also ich freue mich drauf, ich darf, also beziehungsweise ich habe ja schon diese Applikation auf meinem Smartphone. Ich kann dir nur eine Sache sagen, Divi ist ein sehr, sehr spannendes Projekt mit sehr klugen Köpfen, die dahinter stehen. Also du solltest dir Divi definitiv mal ansehen. So, dann geht's weiter mit Tent. Da sehen wir die Mastercard Coming Soon. Die kommt in diesem Quartal noch raus. Sei deine eigene Bank, selbstverständlich. Die Masternode und Rewards, du kannst die dann direkt umwandeln und ja, mit deiner Tent-Debitkarte ausgeben, ist alles in der App integriert. Wir haben jetzt praktisch vier Kundenstufen. Wenn wir zum Beispiel sagen, hey, du hältst jetzt mehr Masternodes von Tent, dann bekommst du natürlich Vorteile, wie zum Beispiel jetzt Gutscheine, Netflix und so weiter. Das ist das Gleiche wie bei Crypto.com, nur eben alles dezentralisiert. Und das ist auch der Grund, warum wir hinter Tent stehen und nicht hinter Crypto.com beispielsweise. Wir haben Cashback, da bekommt man Cashback in Tent, Spotify und Co. wird natürlich auch angeboten und wir haben sehr, sehr hohe Limits und natürlich für jeden Zug zugänglich. Jan. Genau, weil wir über Rapids eben auch gesprochen haben, über die Gaming-Industrie, das Wachstum ist gigantisch. Knapp 10% wächst diese Industrie jedes Jahr. Durch Covid ist natürlich der Trend höher gegangen, die Leute sind zu Hause geblieben. Auch Nvidia, wenn man sich die Aktie anschaut, das ist alles super explodiert. Und es wird in den nächsten Jahren nur so weitergehen. Also wir haben eine aktuelle Kapitalisierung im E-Sports-Bereich von knapp 1 Milliarde US-Dollar. Die Prognosen gehen für 2023 sogar auf 1,5 Milliarden US-Dollar. Es ist auf jeden Fall ein Markt, der wächst. Die kleinsten Kids sind auch mit dabei schon. Also die Reichweite an Leuten ist riesig und definitiv etwas, was die Jahre hinüber immer nur größer wird. Ja, deswegen sind wir auch in dieser Nische drin. Also es gibt ja Nischen, die werden sehr, sehr stark wachsen und Gaming ist eines der Nischen, das definitiv wachsen wird, ohne Wenn und Aber. So, Rückblick auf die Nische. Wie lief es eigentlich im Jahr 2020? Wir haben eine positive Preisentwicklung gehabt bei den Coins. Ja? Die Coins gewannen zwischen 50 und 120% an Wert. Also mittlerweile sind die Preise hier in die Höhe geschossen. Das Fundament ist gelegt. Ja, alle Projekte sind in der Launchphase hier einzigartigen Produkte. Wir sehen ja, Four kommt mit seinem eigenen Code Graphen, Divi kommt mit seiner App, Tent kommt mit seiner App und Kredit und Debitkarte, sorry. Und wir haben Rapids natürlich mit seiner Gaming-Plattform. Also da kann man natürlich streamen da drauf. Da kommt noch NFT und da wollen wir später sowieso noch drauf reingehen. Also NFT Non-Fungible Tokens, da gibt es einen Marktplatz dazu, dass man dann eben seine NFTs einkaufen kann über diesen Marktplatz. Und wie gesagt, Fokus auf Massenadoption. Wir sehen ja bei Divi, mit einem Klick kann man dann eben sofort seine Masternode starten, staken etc. Bei Tent auch mit einem Klick die Debitkarte aufladen. Also ziemlich, ziemlich coole Projekte, innovative Projekte. Und klar, starkes Interesse der Institutionen. Die Institutionen sind ja nicht blöd, die wollen ja ihr Geld vervielfachen. Und deswegen, das sind eben die Coins, die sich auf interessante Nischen fokussieren, wie zum Beispiel Fintech, NFT, Gaming und eben, das sind halt eben die sehr, sehr interessanten Nischen. So, weiter geht's. Und zwar, was ist Crypto Selfmade? So, wenn der eine oder die andere jetzt mal sagt, hey Mensch, ich interessiere mich jetzt für Masternodes, wie starte ich? Also wir haben eine Hosting-Plattform, also da bin ich der Co-Founder, also Co-Gründer. Und wir haben einen 24/7 Support, wir haben einen persönlichen Kundenservice, der Jan ist da, meine Wenigkeit ist da, der Techniker ist da. Also wir haben ein Team von mehreren Leuten. Das Interessante ist, die Coins bleiben in deiner Wallet, du brauchst dich also nicht um Updates kümmern. Kundenprogramm für Weiterempfehlungen haben wir auch optional und wir sind natürlich auch Vertragspartner dieser genannten Coins, also
von Dividend etc. Und da gibt es OTC, also OTC heißt Over-the-Counter. Also da kann man, wenn man jetzt nicht auf der Exchange die Coins kaufen möchte, dann kannst du dich bei uns melden. Oder du sagst, hey, ich möchte via der Exchange kaufen. Das geht auch, da bekommst du auch einen Bonus obendrauf. Das bekommst du nirgends. Das ist das Interessante. Und unsere Kunden erhalten dann eben Zugang zu unserer Corps-Telegram-Gruppe. Da gibt es die Insider, die Secrets, die jetzt nicht die Masse bekommt, weil es natürlich wert, sehr, sehr starke Informationen, wertvolle Informationen, wenn man zum Beispiel sagt, hey, es kommt ein neues Exchange-Listing und die Leute von uns wissen schon, welche Exchange es ist und das sind halt vertrauliche Informationen, die die Masse nicht bekommt. Dann haben wir natürlich Updates und News zu unseren Projekten. Klar, wir haben ja sehr starken Kontakt zu den Entwicklern etc. und wir sind immer in Calls und in ständigen Calls mit denen. Und wir geben unser Insiderwissen selbstverständlich weiter. Ja, so, dann sind wir hier unser Network Corps Club, was halt eben über uns. Ja, wir sind natürlich hier erfahrene Investoren. Ich bin jetzt schon seit 2017 im Masternode-Bereich, heißt also fast 4 Jahre. Wir recherchieren Tag und Nacht. Ja, ich mache nichts anderes. Wir filtern natürlich die Coins raus, weil man kann sich nicht auf 100 Coins oder auf 20 Coins fokussieren, sondern wir fokussieren uns auf 4 Coins. Da wissen wir, was Sache ist, was hinter den Kulissen abläuft. Wir sind natürlich mit Projekten, mit Vision und Perspektive und die sind transparent, die Jungs. Dann haben wir natürlich ein Hosting und Support, einfaches Masternode Hosting. Wir sind da, also wir haben einen Kundenservice auch auf Deutsch. Wir haben eine eigene Telegram-Gruppe auf Deutsch. Du hast direkt, also wir haben direkten Kontakt, klar, und Einfluss bei Entscheidungen. Zum Beispiel, wir bringen natürlich einen sehr starken Mehrwert für die Projekte und deswegen bekommen wir im Gegenzug dann natürlich wieder die Informationen. Wir haben wöchentlichen Kontakt zu den Teams, arbeiten an Produkten und Services mit denen und wir kennen natürlich jeden Schritt oder den nächsten Schritt von den ganzen Coins. Wie gesagt, hier gibt es die Bonusse bei OTC-Deals und sehr wichtig, wenn dich jetzt jemand zu diesem Webinar gebracht hat, dann melde dich bei ihm und da kannst du dich in Kontakt setzen mit uns. Gibt es denn weitere Fragen von eurer Seite aus? Also Jan ist natürlich da. Wir haben Facebook, Telegram, E-Mail, also du kannst uns direkt kontaktieren. Jan, willst du noch was loswerden? Ja, wie gesagt, oben in den Kommentarfeld seht ihr unsere neue Telegram-Gruppe. Joint uns gerne da, lasst uns dort austauschen. Ich denke, es waren jetzt viele Informationen. Durch unsere Verspätung haben wir uns natürlich auch beeilt, versucht zu beeilen. Aber wenn irgendwas unklar ist, ihr noch mehr Informationen haben möchtet, wenn ihr die erste Masternode starten möchtet, hosten, mehr über das Hosting erfahren möchtet, lasst es uns einfach wissen. Wir sind für euch da. Ich denke, die 4 Projekte, die wir für euch ausgesucht haben heute, sind sehr, sehr vielversprechend. Es macht großen Spaß, da mitzuarbeiten. Und in den Industrien, in denen sie tätig sind, das ist langfristig gedacht auf jeden Fall. Man muss bei Masternodes langfristig denken. Der passive Cashflow, den wir da mitbringen. Es lohnt sich wirklich, es ist absolut genial, um auch gerade in zum Beispiel Bitcoin zu investieren, zu Dollar-Cost-Averagen, wie ihr das halt einfach möchtet. Wir haben viele Variationen. Und sobald da irgendwelche Fragen sind, meldet euch. Das ist ja wie eine Aktie, Jan. Ne? Also wenn man zum Beispiel sagt, hey, ich investiere jetzt in eine Aktie, dann bekommst du zwar Dividenden, aber die Dividenden sind ja jetzt nicht so allzu groß. Ne? Das heißt, du musst ja irgendwann mal, jetzt stell dir mal vor, wir wären investiert gewesen in Amazon vor 10 Jahren. Ja, und da siehst du halt eben erst diesen Wertzuwachs nach mehreren Jahren, weil das lohnt sich dann erst nach 5 oder 10 Jahren. Im Kryptomarkt ist es so, wir haben schon Preisanstiege von 300-400% in einem Jahr gesehen. Also der Kryptomarkt ist sehr dynamisch. Und wir sind in den richtigen Nischen drin. Also wir fokussieren uns auf die Coins, wir pushen sie. Und ich denke, wir haben sehr, sehr viele lächelnde Gesichter hier auch im Webinarraum, weil viele auch in Tent investiert sind, viele in Fonds investiert sind. Wir sehen diesen krankhaften Anstieg. Ja. Und was wolltest du sagen? Ja, ich meine, es gibt nicht mehr viel hinzuzufügen, außer dass ich denke, Marc ist ja so jemand, der uns ganz gerne zuhört, der immer mal wieder dabei ist, Updates möchte, der auch in unserer Corps-Gruppe sehr aktiv ist. Wir haben vor 2 Wochen das letzte Webinar da gehabt, einen Monat zuvor. Und wir sagen immer, Leute, jetzt ist die Zeit. Und ich meine, man sieht es. Gell? Man sieht es an Tent von 4 Cent jetzt auf 18. Wir sehen es bei Divi, dass es jetzt losgehen wird. Vor ist jetzt auch von 11, 12 Cent auf über 30, fast 40 Cent gegangen. Das heißt, die Projekte sind in der heißen Phase. Sie entwickeln sich weiter. Und mehr als unsere Informationen zu geben,
Können wir nicht. Wir sind da auf jeden Fall sehr, sehr aktiv. Ja, ihr könnt uns gerne eine Nachricht schreiben. Also das, was ich noch loswerden wollte heute, diese Insider, und zwar, ich habe mich mit vielen Leuten unterhalten. Jetzt sagt zum Beispiel auch der Gary Vee, also Gary Vaynerchuk aus New York, der ist ein sehr starker Influencer, der macht ja schon seit mehreren Jahren Business. Im Weinbusiness war er tätig und jetzt macht er schon VaynerMedia und so weiter. Der ist in vielen verschiedenen Projekten investiert. Das ist halt sehr, der ist sehr zukunftsorientiert und der sagte in seinem Twitter-Post, ich werde mich nur noch um NFTs jetzt beschäftigen. NFTs heißt Non-Fungible Token. Ja, das ist ein einzigartiger kryptografischer Token, der nicht austauschbar ist. Ja, wir sehen jetzt beispielsweise, die dürfen jetzt zum Beispiel nicht repliziert oder zerstört werden. Also das heißt, man hat diesen Token, ja, und man hat zum Beispiel CryptoKitties. Ja, CryptoKitties jetzt, das sind so Gemälde oder es gibt so diese Katzen. Ne, und die kann man eben verkaufen. Ja, und das digital. Und Menschen geben Millionen aus, Menschen geben aber Tausende von Dollar aus, einfach nur für ein Gemälde, das einfach einmalig ist. Und man muss sich das einfach durch den Kopf gehen lassen. Das ist eine Nische und da gibt es ein paar Projekte, die sehr interessant sind, siehe Syscoin zum Beispiel. Syscoin geht jetzt auch in so Richtung NFT, also mit der neuen Veröffentlichung, also sehr, sehr interessant. Und deswegen ist auch der Preis so stark gestiegen, die werden auch die Brücken bilden zu weiteren Blockchains, damit man halt natürlich seine NFTs fast ohne Gebühren einfach übertragen kann. Und dann gibt es diese ganzen Marktplätze für NFTs. Also ganz wichtig an dieser Stelle, schau dir auch NFTs, Non-Fungible Tokens an. Das ist definitiv die Zukunft. Da kommen wir nicht drum herum, genauso wie DeFi. Man kommt einfach nicht drüber hinweg. Ja? Man muss sich das Ding anschauen. Das ist ein wichtiger Teil. Es war am Anfang noch sehr komisch, das Ganze zu verstehen, persönlich gesehen. Also ich habe auch gedacht, weißt du, was hat das eigentlich für einen wirklichen Wert? Aber man sieht es jetzt auch dann bei Rapids, bei Rapture. Es ist halt so vielseitig einsetzbar. Ja, ich bin ein super Gamer und die Leute schauen mir zu und ich kann halt einfach einen NFT erstellen lassen, der sei es ein Skin ist von einer Waffe oder, weißt du, halt so, du findest so viele Ansätze, NFTs zu kreieren, die halt einfach, es gibt Leute, die es kaufen. Es gibt immer Leute, die es kaufen. Man glaubt nicht, was würde ich jetzt mit sowas, aber du hast halt so riesen Anwendungen. Und deswegen, es ist auch ein Teil des Ganzen, definitiv. Ja, Rapids wird es ja auch machen, ne? Rapids wird es ja auch machen mit dem NFT-Marktplatz. Genau. Irgendwann wird es auch so sein, dass das NFT auch so mehr oder weniger wie eBay sein wird, dass man da bieten kann. Also ich denke auch schon so weit, dass die Nische so weit wachsen wird, dass Menschen einfach durchdrehen werden und sagen, hey, wir wollen jetzt einfach NFTs kaufen mit. Wir sehen jetzt beispielsweise jetzt an der Binance Smart Chain, die haben einfach jetzt, die werden definitiv Ethereum überholen, wenn Ethereum nicht mit Layer 2 kommt, mit Ethereum 2.0. Deswegen, der Markt ist so dynamisch und so schnelllebig. Wenn man sich das heute nicht anschaut, dann kann man es vielleicht morgen schon verpassen. Deswegen, schaut euch NFTs an, schaut euch die Gaming-Industrie an. Das sind zwei sehr, sehr heiße Topics, die man sich wirklich anschauen sollte. Ansonsten denke ich, wir sind für heute durch. Ihr könnt uns gerne anschreiben. Ansonsten sind wir in 2 Wochen wieder live. Also lasst gerne ein Feedback da. Was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen, was sind so eure Top-Projekte, was gefällt euch an Masternodes oder was stört euch an Masternodes? Schreibt es einfach rein im Kommentarfeld, wir sind da und wir wollen natürlich diese Nische pushen, weil wir sehen natürlich das große Potenzial, wir sehen es jetzt dann vor. Also, ja, Worte sind nicht ausreichend. Wir pushen und wir sehen dann, was passiert. So sieht's aus. Weiter geht's. Vielen Dank an alle, die heute dabei waren. Hat uns gefreut. Ich hoffe, wir konnten euch auf eine relativ einfache Art und Weise die Nische näher bringen. Und ja, Grüße von Emanuel und mir. Bis bald. Wir sehen uns sehr, sehr bald in 2 Wochen wieder auf meinem YouTube-Channel. Nicht vergessen zu abonnieren, zu liken und wir sehen uns im nächsten Stream. Dein Mechaner Network. Alles